Moin die Verrückten und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Und zwar spielen wir heute mal wieder eine Runde Minecraft Skywars auf dem GommaHD.net Server. Yippie-yay-yay. Einen wunderbaren, wunderschönen guten Morgen euch erstmal hier an diesem Sonntagmorgen. Was ich noch kurz hier jetzt gerade mal einwerfen wollte, da ihr ja gerade schon mal alle so schön hier gerade mein WhatsApp-Web. Für alle Leute, die gerade WhatsApp-Web aufhaben hier an diesem Morgen, ich war's. Also ihr habt keine Message gekriegt wahrscheinlich. Und ja, was ich noch sagen wollte, also ja, heute an diesem Morgen gibt es einen Minecraft-Livestream. Für die Leute, die ihn nicht verpassen wollen, können gerne unten auf den Link klicken, Twitch-Link. Und ja, ich streame um ungefähr zwischen 10 und 11 Uhr fängt der Livestream an. So ungefähr ist die Zeitangabe, wo der Stream starten wird. So, okay, und jetzt machen wir den ersten MLG-Boost und fallen einfach neben das Wasser. Nice. Naja, man sagt ja immer, aller Anfang ist schwer, deswegen das erste Mal gut. Da kann man aber ein bisschen durchfailen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen besser, hoffentlich. So, deswegen snacken wir uns. Oh, wir haben eine Enderperle. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal die Mittel-Action hier machen. Also wir werden jetzt erstmal uns hier die Items aus der Mitte snacken. Hoffentlich. Oh, ach du Scheiße. Ich dachte gerade, Alter. Das war gerade ein bisschen knapp. So, oh shit. Yeah, boss. Yeah. Geht's los. Und zwar so. Zack, zack, zack. Und zwar, so macht man das. So macht der Profi das, der Skywars-Profi. Einfach die Gegner runterkicken und zack. So hat man ihn getötet. Nice. Wir kommen da hinten bestimmt nicht hin. Wir machen mal so ein Boost, würde ich mal sagen. So ein Doppel-TNT-Boost-Party. Und ja, ich würde sagen, that's the party begins, Alter. Ich glaube, das wird wohl safe call nix. Aber gut, ich würde sagen, wow, wow, wow. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass das jetzt gerade richtig nice funktioniert hat und ich das auch richtig schlau gemacht habe. Ja, na gut, das habe ich, aber ich möchte heute natürlich auch mal den Mega-MLG-Boost ausprobieren, den die Buddies gemacht haben oder auch Nebelnik, das möchte ich natürlich jetzt hier mal sagen, damit es nicht heißt, Fuchs-MP, du hast das geklaut. Ich möchte den natürlich mal ausprobieren, weil ich bin ja persönlich der MLG-Master, ich bin der Gott auf MLG, wie man natürlich immer weiß, ich bin ja der Pro as fuck und da muss man natürlich auch mal wirklich diesen XXL Mega MLG ausprobieren, ja, als allgemeiner Füchse-LP verrückter Mensch halt einfach muss man sowas ausprobiert haben, damit man auch mitreden kann. So, wir gucken mal, ob er uns entdeckt irgendwann. So, Magie, Magic, Yippie und wow. Yes, nice. Wow, Alter, nein. Ja, ich würde sagen, nachdem wir hier gerade schön fein säuberlich abgesnackt wurden, probieren wir es doch in einer neuen Runde nochmal aus. Oh Mann, Alter, das war jetzt aber echt ein bisschen, ja, ein bisschen zweitklassig, würde ich mal sagen. Ja, lief auf jeden Fall sehr gut. So, warte mal. So, ich würde sagen, das Dach eignet sich ja eigentlich relativ gut als, ja, MLG-Plattform. So, und zwar geht der Mega-MLG-Boost so, man baut hier das so auf. So, zack, dann baut man hier jetzt irgendwas rein. So, so, so. Und dann nimmt man hier vier Druckplatten. Vier, so. Dann setzt man die hier alle so rein. So, und dann springt man relativ mittig so rein hier. Und jetzt geht's los hier. Und zwar Mega MLG Boost. Wow! Und fuck! Scheiße! Und ja, hier können wir leider, glaube ich, nicht den Mega-MLG-TNT-Boost machen, würde ich mal sagen. Also würde ich jetzt mal behaupten, das ist, glaube ich, einfach nicht möglich hier bei dieser verrückten Minecraft-Map. Und ich würde sagen, wir schmeißen uns mal direkt hier so rein und probieren ihn mal direkt hier wegzumachen. So, und zwar so. So. Und dann, ja, gucken wir mal, dass er da mal ein bisschen Party schmeißt. So, okay. Hier haben wir schon mal ein bisschen Lava. Ich würde sagen, ey, Mr. Lava, Lava. Da unten ist er. So, pass auf. Dann lassen wir doch mal ein bisschen Lava runter. So.
Viel Spaß da unten übrigens mit der Lava, mein Freund. Oh, jetzt wird's interessant. Ach, schade. Er hat sich natürlich gerettet davor. War ja klar. Schade, Schokolade. Ich habe jetzt gedacht, so kriegen wir ihn da jetzt, oder? Oder? Fließt die Lava auf ihn rauf? Ich weiß es nicht. Nee, die fließt an ihm vorbei. Schade, aber wir können natürlich ein bisschen dem Ganzen nachhelfen. Und zwar machen wir einfach den hier, so. Pass auf, jetzt machen wir richtig die Bad Boy Action. Und zwar sprengen wir dem seine scheiß Insel da unten weg. Da ist nur der andere, ist da noch immer noch am Start hier. Das ist natürlich jetzt echt ein kleines bis mittelschwieriges Problem, dass er hier immer noch so ein bisschen dabei ist, so. Hm. Oh, what? Ja, da wurden wir wohl getötet. So, nachdem der erste, ich würde mal sagen, XXL-MLG gerade eben nicht so ganz geklappt hat, würde ich sagen, wir probieren das Ganze natürlich noch einmal, ja. Wir lassen uns von so einem kleinen Rückschlag hier jetzt nicht unbedingt beeindrucken, würde ich mal sagen. Also wir haben hier schon mal eine beachtliche Menge TNT aufgebaut, aber wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr TNT. Hier haben wir schon 4 Stück, das müsste sogar schon fast alles ausreichen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hier nach unten. Und ja, dann gönnen wir uns hier nochmal eben kurz den restlichen Schüttel hier aus der Kiste. Und ja, dann kann es direkt gleich losgehen. Und zwar haben wir hier so ein bisschen Stuff. So, Dankeschön. Und dann würde ich mal sagen, legen wir jetzt gleich mal los. Ganz verrückt, so wie wir sind. Und boosten uns komplett in die Mitte. Oh Mann, ich bin so gespannt, ob das jetzt klappt beim zweiten Anlauf. Wir müssen eigentlich nur probieren hier bei der Map. Bei der Map ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Muss man jetzt mal wirklich zugeben. Man muss eigentlich nur probieren, ja. Was man schaffen muss, ist, dass der Typ jetzt hier nicht direkt rüberkommt. So, und zwar geht's jetzt los. Mega MLG Boost. Und wow! Jungs! Alter! LOL! Giga MLG! Dass man hier in die Co-Webs fliegt. So, das meinte ich nämlich. Und das hat ja natürlich ganz nice geklappt, würde ich mal sagen. Also, besser hätte es jetzt gar nicht funktionieren können. Finde ich. Und ja, dann probieren wir da unten nochmal in den Co-Webs zu landen. Und wir haben kaum Schaden bekommen, was natürlich echt mega nice ist. Also, das lief jetzt ja mal richtig, richtig, richtig gut. Mega, mega nice. Ich bin richtig glücklich gerade, muss man sagen. Ich bin echt lucky, dass das so gut geklappt hat. Und ich würde sagen, dann probieren wir natürlich da unten direkt den ersten hier von seinem hohen Ross runter zu kicken oder die ersten beiden von ihren hohen Rössern runterzuschmeißen. Zack, da haben wir auf jeden Fall noch einen killen können, würde ich mal sagen. Und ja, da ist schon der nächste direkt hier am Start und gönnt sich erstmal seine Heilungstränke. Aber wir haben hier gerade die Vorteile des guten Oh-Shit. Des guten Oh-Shits. Na klasse, das lief jetzt schon wieder. Grandios. Nice. So, eine Runde möchte ich jetzt aber wirklich noch gewinnen. Das kann ja jetzt hier wohl wirklich nicht an sein. Das verletzt mich ja schon fast in meiner Skywars-langen Ehre, dass ich eh nie was auf die Kette kriege. Ja, gut, okay. Das habe ich natürlich jetzt gar nicht. Also, das habe ich jetzt nicht gesagt. Also, wer das jetzt gehört hat, was habt ihr gehört? Leute? Also, bitte? So, und alles rauf da an Tränken. Oh, ich glaube, er hat gerade Schwäche bekommen. Hoppala. Das war natürlich mal wieder super intelligent. So, okay. Oh, 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 haben wir auch? Ne, wir haben Langsamkeit bekommen. Und er hat noch Stärke hier am Start. Nice, da haben wir ihn. So, okay, und dann wollen wir mal gucken hier, was denn mit ihm hier. So, komm, den kriegen wir doch wohl noch. Den können wir uns doch wohl noch gönnen, oder nicht? Was meint ihr, Leute? Schaffen wir das noch? Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das schaffen. Okay, aber eigentlich dürfte er nicht mehr viele Herzen haben. Ja, nice. Oh, shit. Oh, shit, Leute. Wir haben jetzt keinen Heilungstrank oder ähnliches. Scheiße, da müssen wir uns jetzt mal wirklich ein bisschen beeilen hier, dass wir hier vielleicht mal eben kurz seine Sachen schnell durchwühlt haben. Oh, scheiße, Alter. Oh, scheiße. Nein, fuck. Okay, kacke, 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 kacke. Wir brauchen unbedingt irgendwas zum Healen. Unbedingt. Alter, wir haben ein Herz. Ach, du Scheiße, Alter. Ach, du Scheiße hier. Vor allem hier ist auch einfach alles, aber wirklich alles voll mit TNT, voll. So, hier haben wir noch eine Kiste. Hier haben wir einen goldenen Apfel. Oh, zum Glück. Den müssen wir uns jetzt erstmal direkt gönnen, Alter. Sonst wird das hier nix. Hier rauf. Und der Gegner ist hier irgendwo am Start. Ich höre ihn auf jeden Fall schon, wie er sich hier rüberbaut. Ich habe ihn gerade schon gehört. Bloß die Frage ist, wo ist denn unser Gegner gerade hier angekommen? Ach, da oben auf dem Dach ist er. Hallo, willst du mal runterkommen? Ja, komm mal her hier. Put. Hab dich schon gesehen, mein Freund.
Na? Was los? Hä? Traust dich nicht? Was los hier? Ja, komm mal her. Oh. Ja, komm mal ran hier. Auf den Meter. Ach nö, jetzt läuft der weg. Wie langweilig. So, das heißt, wir bleiben jetzt einfach mal hier unten. So, pass auf. So, hohoho. Alter, und dann, ja, würde ich mal sagen. Baut er sich natürlich immer weiter hoch, damit er uns gleich schön mit seiner Scheiße runterkicken kann. Oh, fuck, fuck, fuck. So, okay, das war ja natürlich klar. Ist wieder typisch. Er probiert auch alle Tränke nach uns zu werfen, hat aber gerade nicht geklappt. Fuck. Scheiße, es soll übrigens so aussehen, als wären wir hier gerade noch so super gut gelandet. Und er lässt erstmal, hat der gerade einen Wassereimer losgelassen oder war ich das? Ich glaube, ich habe noch einen Wassereimer losgelassen. Na super. Jetzt, ach, dieser Typ, Alter. Was geht ab bei dem? Das ist doch ein komplett verrückter Dude. Jetzt hängt er da oben, chillt ein bisschen. Irgendwie nervt mich das alles hier. So, wir bauen uns jetzt einfach rüber. Jetzt kommt er eh gleich. Ich wette, er kommt gleich angeschissen. Ich wusste es. Einer von beiden wieder. Hier, diese Verrückten. Meine Fresse. Beide wie die... Ah, wenn man sich das schon wieder anguckt, wie die Skywars spielen. Ne, sowas hasse ich ja wie die Pest. Wirklich, der eine hängt da oben rum, chillt die ganze Zeit. Der andere hängt hier mit seiner Scheißangel, chillt auch die ganze Zeit. Was ist das bitte für ein Spiel? Oh Mann, ey. Oh Mann, Leute. Aber ich würde sagen, wenn euch diese Folge von Minecraft Skywars gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und wir sehen uns dann hoffentlich später beim nächsten wieder. Macht's gut. Bis dann.